Jo moin, in diesem Video gibt es wieder einen Platz 1 der Weltpush. Wir haben es mit diesem Hawk Cycle Deck geschafft. Ein Firecracker 2.6, wirklich ein sehr, sehr günstiger Cycle. Ein sehr, sehr Deck, was ein Deck, was sehr, sehr viel Skill braucht und man extrem viel Potenzial hat. Und dazu auch mit diesem Friedhof No Damage Deck, weil es einfach extrem stark ist. Ich bin persönlich nicht der größte Friedhof-Freund. Ich denke, dass dieses Deck sehr, sehr nervig ist, gegen zu spielen. Aber dennoch haben wir dieses Deck gespielt, weil ich euch zeigen wollte, wie stark das Deck ist. Mit diesen beiden Decks haben wir Platz 1 der Welt geschafft. Wenn ihr keine weiteren Clash Royale Videos hier auf dem Kanal verpassen wollt, lasst sehr gerne einen Daumen nach oben, lasst sehr gerne ein Abo da. Folgt mir auf Social Media, auf Instagram, Twitter, Twitch, ist alles in der Videobeschreibung, würde mich extrem freuen. Und denkt dran, wenn ihr mich noch ein bisschen mehr Support wollt, denkt an Code Mord im Shop, würde mich extrem freuen. Ich würde sagen, Abfahrt, let's go. Arm! Oh nee, sag mir nicht, dass er Graveyard spielt. Das ist nicht dieser Graveyard Dude. Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er Graveyard spielt. Ich glaube, es ist der Graveyard Barper Dude. RG. Ist das Bob der Stein? Es muss Bob der Stein sein. Er könnte Kinger machen, wenn er Bock hat. Macht er aber nicht, okay. Macht er aber nicht. Für wen war das besser, ist die Frage. Für wen war das besser, ist die Frage. Earthquake drauf. Das ist extrem viel Damage. Noch ein Rocket. Aber wenn er jetzt mit Agi in die Bridge geht, haben wir halt ein fettes Problem. Okay, er macht's nicht. Das Ding ist, er spammt halt seine Truppen hinten, worauf ich nicht so viel Bock habe, wenn ich ehrlich bin. Getroffen. Mir war es eher wichtiger, als ich den Eus damage. Earthquake rein. Ich glaube, das war gut. Das war die richtige Entscheidung, das so zu spielen. Das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das so zu spielen. Und damit haben wir einen neuen Pokalrekord in Clash Royale aufgestellt. Let's go! 8202 Pokale. Neuer Rekord. Platz 10 global. Das ist doch eine schöne Zahl. So will ich das sehen. 8200 Pokale. Let's go! Nein, natürlich verstehe ich mich nicht. Macht ja gar keinen Sinn, sich zu verstellen. Good luck an ihn. Vielen, vielen Dank, Like Notch, für die 10 Euro, für die Konferenz. Vielen, vielen Dank. Gucken, was Labo spielt. Ich glaube, er spielt meine Wallbreakers. Ja, er spielt meine Wallbreakers mit Tesla. Habe ich zumindest vorhin auf Twitter gesehen. Habe ich zumindest vorhin auf Twitter gesehen.
Okay, er hat Miner, Warbreakers, Poison, Archers, glaube ich. Ich glaube, er hat noch Archers. Ich würde sagen, der Magic Arch hat sich gelohnt. Gute Skellies. Körper close. Ja, das war gut gespielt von ihm, Leute. Fuck, zu viel Damage. Zu viel Damage. Reiner jetzt, Magic Archer. Reiner. Skillies. Let's go! Let's go, Jungs und Mädchen! Wir sind back in Business! Let's go! Plus 25 Trophäen! Hat er extrem stark gespielt! Hat Lapo extrem stark gespielt! Hat er extrem stark gespielt, muss man einfach sagen. Muss man einfach sagen, wir sind Platz 6 global. Wir sind Platz 6 der Welt! Let's go! Ist das Lavahund? Wer wird der Mini-Packer, bezweifle ich. Roylox wahrscheinlich, ne? Ist okay. Okay. Sagt, das wird eklig.
Ja, jetzt ist er in der Position, wo er eine gute hat. Weil jetzt kommen wir nicht mehr richtig durch, wenn er es defensiv spielt. McKinney Matcher hat ja gar nicht gekillt. Oh, er spielt extrem gut gerade. Schade. Schade, schade, schade Situation. Let's go! Boom! Platz 3! Platz 3 der Welt! Platz 3 der ganzen Welt! Let's go! Letztes Game vielleicht. Viel Glück an ihn, gucken, was er spielt. Gucken. Oh nee, ist das nicht. Oh nein, Digga, es ist fucking. Meiner Wallbreaker mit Bombentouren. Das Matchup ist nicht so nice, wir haben es vorhin gespielt. Och man. Schade. Aber vielleicht können wir ihn irgendwie outplayen. Er hat halt Pfeile gegen unseren Firecracker. Ja. Warum war das nur so wenig Damage? Ich denke, ich habe mir da mehr verdient. Ich denke, ich hab mir da mehr Damage verdient, jetzt auf nur abgehoben Basis. Der Magic Archer von ihm ist halt sehr, sehr nervig. War viel Damage, aber King ist jetzt an und durch King wird es nicht einfacher. Der King ist halt jetzt Leute an. Made it right here in the booth. I'm always bizarre, cause of what I pursue.
Wo sind die Hater? Let's go!